das Christbäumchen. Die Bäume stritten einmal miteinander, wer von ihnen der Vornehmste wäre. Da trat die Eiche vor und sagte, seht mich an, ich bin hoch und dick und habe viele Äste und meine Zweige sind reich an Blättern und Früchte. Früchte hast du wohl, sagte der Pfirsichbaum, allein es sind nur Früchte für die Schweine. Die Menschen mögen nichts davon wissen, aber ich liefere die rotbackigen Pfirsiche auf die Tafel des Königs. Das hilft nicht viel, sagte der Apfelbaum. Von deinen Pfirsichen werden nur wenige Leute satt. Auch dauern sie nur wenige Wochen. Dann werden sie faul und niemand kann sie mehr brauchen. Da bin ich ein anderer Baum. Ich trage alle Jahre Körbe voll Äpfel. Die brauchen sich nicht zu schämen, wenn sie auf eine vornehme Tafel gesetzt werden. Sie machen auch die Armen satt. Man kann sie den ganzen Winter im Keller aufbewahren oder im Ofen dörren oder Most daraus kältern. Ich bin der nützlichste Baum. Das bildest du dir nur ein, sagte die Fichte. Aber du irrst dich. Mit meinem Holz baut man die Häuser und heizt die Öfen. Mich schneidet man zu Brettern und macht Tische, Stühle, Schränke, ja sogar Schiffe daraus. Dazu bin ich im Winter nicht so kalt wie ihr. Ich bin das ganze Jahr hindurch schön grün. Habe ich noch einen Vorzug. Wenn es Weihnachten wird, dann kommt das Christkindchen, setzt mich in ein schönes Gärtchen und hängt goldene Nüsse und Äpfel an meine Zweige. Über mich freuen sich die Kinder am allermeisten. Ist das nicht wahr? Den konnten die anderen Bäume nicht widersprechen.